Nach knapp 6 Monaten meldet sich Blue Byte nun endlich mit einem Einblick in die Entwicklung des Technical Test Servers zurück. Das erste Thema ist Nahrung und ganz unabhängig von dem, was ich dazu zu sagen habe, begrüße ich es, dass hier endlich mehr Informationen von Entwicklerseite kommt. Das darf gerne so bleiben und noch um weitere Community-Interaktionen ergänzt werden. Nahrung war ein großer Kritikpunkt der Beta vom Anfang des Jahres. Angefangen damit, dass Nahrung von keinem Gebäude wirklich gebraucht wurde, sondern nur dazu diente, einen Produktionsboost auszulösen. Letztendlich erwies sich das gesamte Spiel als optional, wie die 6-Minuten-Rushes bewiesen. Dann kam noch dazu, dass es weder Brunnen noch Wasserwerk gab, was verkraftbar gewesen wäre, wenn die Tiere in den Tierzuchten wenigstens Getreide aus den Getreidefarmen gebraucht hätten. Stattdessen lebten die von Luft und Liebe. Häuser konnten ebenfalls mit Brot geboostet werden, was aber aufgrund der schieren Masse an Häusern, die man bauen musste, kaum einen spürbaren Unterschied machte und sich damit auch nicht gut anfühlte. Also was hat sich geändert? Nun, Blue Byte legt sich weiterhin darauf fest, sich auf nichts festzulegen. Nahrung ist weiterhin als optionales Unterstützungssystem gedacht. Ihr könnt also eine voll funktionsfähige Siedlung errichten, die ganze Zeit hungert. Dies wird letztendlich mit spielerischer Wahlfreiheit begründet, was leider sehr fadenscheinig ist. Zum einen, weil man im Vergleich zur Alpha schon so Sachen wie den Weg des Ruhmes oder den Pfad des Glaubens weggestreamlined und damit viel spielerische Freiheit entfernt hat. Dass mich diese Aspekte nie überzeugt haben, lassen wir jetzt mal außen vor. Aber dieses Argument lässt sich zum anderen auch für absolut alles verwenden. Ein beliebtes Thema, wo es gerne missbraucht wurde, war in den letzten Jahren übrigens Lootboxen. Aber was ist mit dem Rest? Was ist, wenn ich keine Bäume fällen will? Darf ich da meine Gebäude aus Luft und Liebe bauen? Also Blue Byte, mach mal bitte den Holzfäller optional für mich, okay? Paradox an der ganzen Sache finde ich aber, dass man das System optional haben möchte, aber gleichzeitig den Spieler scheinbar bestechen will, damit er es nutzt. Der Boost funktioniert so, dass das Endprodukt multipliziert wird. Aus einem Sack Kohle und einem Sack Eisenerz werden also 2 Eisenbarren. Wenn man das an allen 3 Punkten macht, Mine, Eisenschmelze und Waffenschmiede, kann man mit dem gleichen Eingangsmaterial die 8-fache Waffenproduktion rausschlagen, was Blue Byte auch extra betont. Wenn das wirklich so gut funktioniert, besteht ab einem bestimmten Skill-Level also ohnehin keine Wahlfreiheit mehr. Es wird kein Genie brauchen, um einmal für alle rauszufinden, dass Nahrung entweder die beste Strategie ist oder eben nicht. Und bei der geringen Menge an Karten ohne Zufallsvarianz hat man auch schnell auswendig gelernt, welche Karten nach anderen Regeln spielen. Ich bin nun niemand, der findet, dass alle Siedler Nahrung brauchen sollten. Aber Minen sind für mich schon so ein Fall, wo es verpflichtend sein sollte. Vielleicht mit einer kleinen Mindestproduktion, um Deadlocks und Catch-22s zu verhindern. Das hätte auch insofern Präzedenz, dass die Minen in Siedler 4 auch nach ihrem Bau 10 Fördergänge gemacht haben, bevor sie Nahrung brauchten. Es ist ja nicht mal so, als müsste man wie in S4 30 bis 50 Minen durchfüttern. In der Beta kam man, wenn es hochkam, zwischen allen Minentypen auf 10 oder so. Aber wenn Blue Byte ein optionales System haben will, sollten sie sich nochmal mit Siedler 4 beschäftigen. Magie war dort lange Zeit ziemlich nutzlos, da viel zu schwach, aber selbst in der Post-Ubo-Meta wird Magie nicht von jedem Spieler in jedem Match verwendet. Es ist nun zwar ein mächtiges Werkzeug, das einige mächtige Strategien ermöglicht, selbst vor Ubo konnten die Trojaner zum Beispiel ihre Nahrungsproduktion komplett durch Magie ersetzen, aber es ist weiterhin optional in dem Sinne, dass der Spieler eine vollwertige Siedlung aufbauen kann, ohne ein einziges Magiegebäude zu setzen. Je nach Karte profitieren holzlastige Völker wie die Wikinger nun natürlich von der Fähigkeit, Steine in Eisen zu verwandeln, während Maya sich auf einer steinarmen Karte einfach mehr Felsbrocken dazu zaubern. Das Nahrungssystem erweist sich auch in Bezug auf Häuser als fehlerhaft, was die Entwickler selbst zugeben. Hier muss man auch bedenken, dass obwohl das neue Siedlernum auf maximal 4 Spieler konzipiert zu sein scheint, man bei den Einheitenlimit massiv runtergegangen ist im Vergleich zu den alten Teilen. Ungemoddetes Siedler 4 hatte für 4 Spieler ein Siedlerlimit von 2500 pro Spieler, während das neue Siedler gerade mal ein Fünftel davon zulässt. Selbst wenn man auf 1000 hochginge, wäre das ein herber Verlust. Und mit Mods wurde die S4-Engine inzwischen auf 8000 Siedler pro Spieler hochgepusht, selbst bei 8 Spielern. Man merkt zwar, dass das die alte Engine an ihre Grenzen bringt, aber was ist aus den letzten 20 Jahren technischen Fortschritts seitdem geworden? Letztendlich fällt es mir anhand dieser Informationen schwer, einen Unterschied zur Beta zu finden. Zugegebenermaßen ist das hier nur ein Aspekt, aber man kann mir nicht sagen, dass das hier 6 Monate lang kochen musste, bevor man es präsentieren kann. Das hier liest sich mehr wie der Ist-Zustand, der während der Beta beklagt wurde, als eine tatsächliche Veränderung. Ich hoffe, dass noch mehr in dieser Richtung kommt, aber ein guter Anfang ist das nicht.